Und es geht los. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei den Scooterhelden in Berlin. Es ist Unboxing-Zeit. Ja, und was sich hier in der Kiste verbirgt, habt ihr ja gerade schon lesen können. Stereon bringt im April diesen Jahres sein neues Modell auf den Markt. Den S2025 haben wir euch ja auch schon im Unboxing vorgestellt. Heute ist der C25 dran. Das ist quasi ein Hybrid-Scooter. Sieht ein bisschen aus wie ein E-Bike, ist aber tatsächlich ein Scooter und gibt es als Elektro-Kleinstfahrzeug und als Mofa mit Sitz. Und wir haben heute hier den C25, das heißt Mofa mit Sitz, 25 km/h und eine ganze Menge Zubehör. Das heißt, jetzt geht's los im Unboxing. Made in Germany steht heute hier auf diesem Karton. Und vor allem schlägt in meiner Brust. Ganz wichtig, los geht's. Ey, der war richtig gut. Echt, der sagt man, Alter. Der hatte richtig Power. Ich hab's richtig gespürt. Hast du es auch gespürt? Ja, Mann. Ja, Masse. Meine Frau sagt immer Masse. Dabei bin ich einfach nur fett geworden. Oh, danke. Eigentlich wollte ich vorhin nur zeigen, wie man den Ständer in der Länge einstellen kann. Jetzt haben wir das Rad hinten gedreht. Jetzt stelle ich den C25 gerade, ja, und das kippt das Ganze fast. Also aufpassen, wie ihr euch diesen Seitenständer einstellt. Aber ich finde es geil, dass man ihn überhaupt einstellen kann. Ich mach mal zurück, war so ein Fail von mir. Vier Stunden und drei Nervenzusammenbrüche später kriegen wir das hin. Okay, vielen Dank. Wir haben das gleich. Wir haben es gleich. Das wird. Wichtig, Trittbrett ist nicht Serie. Das ist ein Zubehör, kostet 99 Euro. Könnt ihr euch aber bei eurem Stereon C25 mit dazu bestellen. Wichtig ist auch das geniale Zubehör für den C25. Zum einen der gefederte Sattel, ihr seht schon, wie viel Spaß ich hier habe. Zum anderen die Trittbretter, damit ihr auch mal stehen fahren könnt. Dafür muss der Sattel aber montiert bleiben. Dann die Schutzbleche vorne, hinten und eine Tasche, um den Roller von A nach B zu transportieren. Roller, Hybrid-Scooter, Fahrrad, E-Bike, was ist es denn jetzt? Für mich ein geniales Teil auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, läuft. Okay, also mit 21 Kilo im Nacken, ne, kannst du mal ganz entspannt zum Sport. Das ist nämlich Sport. Gut, dass ich mein Fitnessstudio gekündigt habe.
Ich komme einfach ins Bild gefahren. In Fahrstufe 5 geht der C25 ordentlich ab. Ja, Leute, ich hoffe, die ersten Bilder zum neuen C25 von Styrion haben euch gefallen. Ich finde es richtig cool. Für mich ist das ja ein Hybrid. Das ist also der Mix aus einem E-Bike. Jetzt fehlen mir natürlich die Pedale und einem E-Scooter. Warum? Ihr kriegt den C25 auch als C20, das heißt als Elektro-Kleinstfahrzeugsversion. Fahrbar ab 14 Jahren, dann könnt ihr ihn im Stehen fahren. Und dieses Modell kriegt ihr mit 20 und 25 km/h. Dann ist es allerdings ein Mofa, ganz wichtig. Jo, und dann könnt ihr ganz bequem hier ne, die Straße langdödeln. Wer dann auch im Stehen fahren will, kein Problem. Der montiert sich einfach die Trittbretter. Dann muss aber der Sattel dranbleiben und dann kannst du auch den C25 im Stehen fahren. Für mich ganz wichtig, Gewicht 21 Kilo. Habt ihr schon gesehen, ne? Zuladung knapp 110 Kilogramm. Auch wichtiger Punkt. Dann, ihr könnt das Teil, ihr habt es schon gesehen, super kompakt zusammenfalten, sodass es auch in der Tasche passt. Das heißt, im Auto gar kein Thema. Oder wenn ihr es mal mitnehmen wollt, super. Jetzt kommt's, Motor. Sind diese geil eigentlich, ja? Deswegen auch Hybrid. Für mich ist das hier ein Hybrid, ja? Wir haben ja vorne eine 16 Zoll Bereifung, hinten eine 12,5 Zoll Bereifung. Sieht ein bisschen komisch aus, aber fährt sich ziemlich geil. Weil wir einen fetten Motor vorne drin haben mit 500 Watt auf 48 Volt, der eigentlich aus dem Cargo-Bereich kommt. Das heißt, wenn ihr das Ding auf Fahrstufe 5 zündet, dann zündet der auch, im wahrsten Sinne. Die Räder drehen ruhig, ja? Ihr produziert schon richtig Druck nach vorne, ja? Der will nur noch gehen. Schade, dass er bei 25 abgeregelt ist, ja? Aber macht richtig Laune. Und gespeist wird dieser Motor hier mit diesem 14 Amperestunden großen Akku auf 48 Volt. Ja, was willst du mehr? 30, 40 Kilometer Reichweite und richtig Druck. Das Ganze im Sitzen sieht aus wie ein E-Bike, ist aber in Wirklichkeit ein E-Scooter. Also ein Hybrid-Scooter, kann man ganz genau sagen. Super verarbeitet, schöne Bremsanlage, alles was man braucht, plus Zubehör, was ihr euch hier auch noch bestellen könnt. 2.999 Euro und jeder, der jetzt noch bestellt, kriegt noch einen Presale-Preis, 2.799 Euro. Freunde, aber es geht los, im April spätestens müsst ihr knapp 3 Scheine dafür hinlegen. Meines Erachtens nach aber gerechtfertigt, denn es gibt im Moment nichts Vergleichbares auf dem Markt, was ihr mit dem Styrion gleichsetzen könnt. So ein Argument. Gibt es irgendwas zu meckern? Die Schutzbleche. Wer hat sich das denn ausgedacht? Jungs von Styrion, muss ich echt mal sagen, wir haben hier für eine halbe Stunde zu zweit gesessen, um die Dinger daran zu montieren. Also fragt mal ruhig bei Styrion an, ob die das nicht gleich montieren, wenn ihr das Teil bestellt oder bei den Scooter in Berlin. Auch kein Problem. Machen wir sehr, sehr gern. So, Ständer wieder raus. Jetzt haben wir ihn ja auch richtig eingestellt bekommen. Und jetzt macht ihr bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei den Scooterhelden in Berlin oder hier direkt im Scooterhelden-Store, sobald der Lockdown vorbei ist. Ich freue mich drauf. Und ihr auch. Also, bleibt gesund. Warte, ich fahre jetzt auch aus dem Bild. Nur ja drehen, ne? Alter! Alter!